Ja, hey, zu einer neuen Love It-Episode. Heute geht es wie versprochen um die Eisbrecher, die Icebreaker sozusagen. Es hat in meinem letzten Video habe ich das ja schon erwähnt und heute möchte ich euch erklären, was das ist und was das ist und welche das sind. Ach ja, ich möchte euch eine Videofrage stellen an dieser Stelle. Sehr wichtig und ich möchte sie von euch unbedingt beantwortet haben. Ich habe ja, in meiner letzten Love It-Episode einen Kerl vorgestellt, der mir fleißig beim Videodrehen geholfen hat und sozusagen die männliche Seite von diesen Videos darstellt und euch mal zeigt, was Männer so darüber denken. Er heißt übrigens Justin Günther Octopus und ich möchte gerne wissen, ob ihr ihn gerne öfters mal in den Videos sehen möchtet, denn ich glaube, er ist total interessiert daran und ich denke mal, es ist voll sein neues Hobby, so mit euch Mädchen, über solche Männer darin zu quatschen. Und deswegen würde ich das sehr gerne von euch wissen. Also, dass die Videofrage unten in den Kommentaren beantworten und darum auch gehen. So, fangen wir gleich an. Also, was sind Eisbrecher? Also, Eisbrecher sind erste Sätze, um das Eis, wie gesagt, zu brechen. Ach ja, was ich dazu noch sagen möchte, man kann diese Eisbrechersprüche immer anwenden. Immer, immer wieder. Das heißt, du kannst jeden Kerl mit dem gleichen Spruch ansprechen, was natürlich irgendwie hilfreich ist, weil du nicht immer wieder neu ausdenken musst. Und vor allen Dingen sind diese Sprüche sozusagen neutral. Das heißt, du kannst keinen Abfuhr kriegen, denn diese Sprüche sind nicht, du gehst nicht auf ihn zu und sagst so, hey, ich finde dich gut, komm, wir gehen nach Hause oder sowas, sondern du sprichst ihn an und es könnte sein, dass du einfach ihn ansprichst, weil du ihn interessant findest oder aber auch, weil du ihn nicht interessant findest oder so, aber es sind halt wirklich solche Sprüche, wo ihr wirklich große Chancen habt, dass ihr nicht abserviert wird, sozusagen. So, Spruch 1 ist, Entschuldigung, hast du mal eine Sekunde? Da ist natürlich diese weiterführende Methode, die müssen wir noch irgendwie absprechen, aber das kommt dann in den nächsten Videos. Aber jeder Mensch auf dieser Welt hat mal eine Sekunde. Wenn du mal jemanden in der Stadt ansprichst, hey, hast du mal kurz eine Sekunde, wird er entweder sagen, ja klar, und zu dir dich wenden und aufmerksam auf dich werden, oder er geht gleich weiter und dann ist es eh keine Person für dich, weil du wirst hier jemanden, der gleich auf dich aufmerksam wird. Und jemand, der dich vom ersten Augenblick gut findet oder sozusagen beim ersten Blick verliebt ist, nein, aber der dich interessant findet, der wird auf jeden Fall eine Sekunde für dich haben. Hey, ich hab dich schon mal gesehen. Du gehst auf meine Schule, oder? Das ist ein typischer Spruch, den man vielleicht öfters mal hört, aber es steckt viel mehr hinter. Denn du sprichst ihn nicht an, weil du jetzt wirklich denkst, dass er auf deine Schule geht, sondern weil du erstmal einfach dieses Eis brechen möchtest und Kontakt zu ihm aufbauen möchtest. Haben wir uns nicht schon mal getroffen? Ich kenne eine Person, die diesen Satz immer, ich weiß nicht, wie oft sie Kerle anspricht oder sowas, aber ich weiß, dass sie diesen Satz ganz, 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 ganz oft verwendet. Und mit diesem Satz auch schon viele, viele Leute kennengelernt hat. Und zwar auch Leute, mit denen sie später eine Beziehung eingefangen hat. Also nicht, dass sie jetzt total viele Beziehungen hatte, aber darüber möchte ich auch gar nicht sprechen. Aber auf jeden Fall ist es ein Satz, den ihr immer bringen könnt. Denn man kann auch zu jeder Person sagen, hey, haben wir uns nicht schon mal getroffen? Und er wird vielleicht erstmal so sagen, meine Freunde und ich haben darüber diskutiert, ob Männer es mögen, angesprochen zu werden. Und wir werden uns darüber absolut nicht einig. Also was ist deine Meinung? Wenn ihr das mit einem charmanten Lächeln rüberbringt, dann wird er gleich interessiert sein und merken, okay, er merkt bestimmt, also das ist ein Spruch, wo er gleich merkt, okay, das ist so ein typischer Anmachspruch sozusagen, was sich aber so ein bisschen versteckt natürlich. Aber auf jeden Fall könnt ihr da nicht nur ihn ansprechen, sondern ihr kriegt auch gleich die Meinung, ob er es mag, angesprochen zu werden oder ob Jungs allgemein mögen es, angesprochen zu werden. Von daher ist es eigentlich ein ganz guter Trick. Eine Methode, die ich persönlich noch nicht angewandt habe, aber ich habe von manchen gehört, dass sie die angewandt haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie unbedingt anwenden will. Falls es euch welche von euch gibt, die sich sowas trauen, dann solltet ihr mir auf jeden Fall mal berichten, wie das so ausgeht. Und zwar geht es um diese Methode. Na, wer bin ich? Ja, ihr müsst euch nicht selber die Augen zuhalten und vor ihm stehen und sagen, na, wer bin ich? Sondern ihr müsst ihm die Augen zuhalten. Das heißt, ihr kommt zum Beispiel, stellt euch hinter ihn und haltet ihm die Augen zu. Und dann fragt ihn, na, wer bin ich? Und dann wird er vielleicht erstmal rätseln und sagen, und vielleicht auch wirklich überlegen. Und dann löst ihr das auf und dann sagt ihr, oh verdammt, ich hab dich verwechselt. Und mit einem charmanten Lächeln und dann
habt ihr auf jeden Fall ein Gesprächsthema, weil du sagen kannst, ey, ich dachte, du bist einer, den ich echt schon Jahre nicht gesehen habe und sowas. Und so kommt ihr ins Gespräch. Natürlich müsst ihr dranbleiben, sonst bricht das Gespräch nach ein paar Sekunden wieder ab. Aber auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, um Kontakt auf dem aufzubauen und vor allen Dingen auch gleich sozusagen eine Nähe aufzubauen, dadurch, dass ihr ihn berührt sozusagen. Was ja auch immer ein meistgesagter Tipp sozusagen unter vielen ist, dass man Körperkontakt ziemlich schnell aufbauen sollte. Damit meine ich aber nicht den Körperkontakt, dass ihr zusammen mit ihm nach Hause geht und was auch immer treibt. Nein, ich meine damit, dass ihr ihn vielleicht einfach mal so eine Hand, nicht eine Hand, sondern eine Schulter greift und sagt, hey, und also das ist einfach so, wenn ihr sowas macht, merkt er gleich, dass ihr freundlich seid und dass ihr wirklich Kontakt zu ihm aufbaut und nicht zu irgendjemand anders. Ja, das war schon das kurze Video. Also was heißt das kurze Video? Ich wette, es ist schon wieder viel zu lang geworden. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Es ist wunderschönes Wetter. Es ist blauer Himmel, wenn ich hier gerade rausschaue. Und Sonne und alles. Und ich hoffe, ihr genießt diese schönen Tage und erholt euch gut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!